Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen C-Tutorial auf meinem Kanal. In diesem Video greife ich etwas auf, was ich schon einmal für euch hochgeladen und euch vorgestellt hatte. Es geht um das Sortieren von Arrays. In einem vorangegangenen Video-Tutorial, ich glaube, es steht in meiner Playlist an Stelle 60, die Stelle 60 sollte es sein, hatte ich euch das Bubble-Sort-Verfahren vorgestellt. Wir hatten ein Zahlenarray sortiert und Ähnliches mache ich auch diesmal. Ich werde auch diesmal ein Zahlenarray sortieren, und zwar werde ich so vorgehen, dass ich ein Array erst einmal erstelle, das Array fülle mit Zufallszahlen zwischen 100 und 200. Dann werde ich das Array ausgeben und ja, anschließend werden wir eine Funktion aufrufen, die eben dieses Array sortiert und das Ganze noch einmal ausgeben. Die Funktionen, die wir verwenden werden, sind alle selbst definiert. Wir werden das zusammen hier erstellen. Nun, ich weiß, dass es unter euch viele Leute gibt, die sich auf Prüfungen vorbereiten, ob an der Schule oder an der Universität. Und die beste Vorbereitung auf Prüfungen besteht eben darin, dass man ja Dinge von verschiedenen Perspektiven aus betrachtet und auch programmiert, aber eben auf verschiedene Arten und Weisen. Es ist in der Programmierung wie im Leben auch. Es gibt zu einer Aufgabe unendlich viele Wege und Möglichkeiten, diese Aufgabe zu erfüllen. Und wir wollen ja letztendlich diesen Stoff hier verinnerlichen. Es ist aber auch so, dass man jetzt nicht nur für Prüfungen lernen muss, denn C ist eine hochaktuelle Programmiersprache, auch wenn sie in den 70er Jahren entwickelt wurde. Die NASA, darauf verweise ich immer wieder, hat ihren Mars Rover mit 200.000 Zeilen C-Code programmiert. Also, wenn ihr C lernt, dann sitzt ihr auf jeden Fall in der ersten Reihe mit dieser wunderbaren Programmiersprache, ne? Okay, wir wollen jetzt mal loslegen. Und zwar mache ich Folgendes. Ich möchte Zufallszahlen zwischen 100 und 200 ausgeben. Und diese obere und untere Grenze, die lege ich jetzt mal mittels einer Konstanten fest und nutze dafür eben define. Define, so. Und die obere Grenze, oder die untere Grenze, dann fangen wir mal an, ist lower 100 und die obere Grenze des Arrays soll sein 200. Denkt bitte daran, dass wenn ihr hier Konstanten über Define definiert, dass eben kein Semikolon folgt, ne, am Ende einer Zeile. Dann eine dritte Konstante, und zwar die Größe des Arrays, ne? Size of Array. Und die lege ich mal mit 12 fest, also 12 Zufallszahlen sollen uns genügen. So, dann brauche ich Funktionen, und zwar eine Funktion soll das Array ausgeben. Eine weitere Funktion soll das Array füllen mit den Zufallszahlen eben. Und eine dritte Funktion soll das Array sortieren. So. Und die Funktion showArray
nimmt zwei Parameter entgegen, und zwar einen Integer Pointer und dann einen weiteren Parameter in, ja, der eben die Größe des Arrays gespeichert ist. Ne? Und das gleicht mit FillArray und SortArray. So. Ja, Zufallszahlen. Um diese Zufallszahlen generieren zu können, füge ich hier zwei Bibliotheken noch hinzu, und zwar einmal die Standard Library und einmal time.h. Und zu Beginn in der Funktion main dann der sogenannte Random Seed. Ich habe ja mal ein Video gemacht zu Zufallszahlen. Falls ihr da noch Lücken haben solltet, falls ihr da einiges vergessen haben solltet, schaut euch das entsprechende Video in meiner Playlist noch einmal an. Okay, also srand, das ist der Random Seed, und time von null gibt die Anzahl der Sekunden zurück, die seit dem 01.01.1970 verflossen sind. Und diese Anzahl der Sekunden ist ja variabel und ändert sich ja von Sekunde zu Sekunde. Und ja, daher ist dieser Wert gut geeignet, in der Funktion srand zu übergeben, sodass wir bei jedem erneuten Aufruf des Programms dann tatsächlich auch andere Zufallszahlen dann generieren können. Ne? So, und dann brauche ich hier natürlich ein Array. Size of Array, genau. Numbers. Okay. So, ich schaue mal gerade. Ja, das sieht ganz brauchbar aus. Also da habe ich alles, was wir brauchen, schon getippt. Und jetzt geht es an die Funktionsdefinitionen. So, erst einmal möchte ich die Funktion FillArray definieren. Wir werden innerhalb der Funktion, da haben wir Integer Pointer PTR und Size, ja, innerhalb der Funktion eine Vorschleife . Ich tippe erstmal und dann gehen wir den Code zusammen durch. Ne? Kleiner Size. So. Die Erklärung folgt in wenigen Augenblicken. So, ins Lower. So.
Ja, es ist immer schwierig zu tippen, sich zu konzentrieren auf den Code und gleichzeitig zu erklären. Aber jetzt habe ich, was ich haben wollte. Und nun kommt die Erklärung. Also, wir werden dieser Funktion fillArray eben unser ArrayNumbers übergeben, denn Numbers ist ja hier noch gar nicht initialisiert, sondern deklariert. Das heißt, wir haben Numbers gar nicht mit Werten aufgefüllt und das soll eben in der Funktion fillArray geschehen. Und diese Werte sollen Zufallszahlen sein, die zwischen einem unteren und einem oberen Limit liegen. Und das untere Limit haben wir festgesetzt mit 100 und upper ist 200. Jetzt stellt euch mal Folgendes vor. Upper minus lower, das wäre in diesem Falle 200 minus 100, dann würden 100 übrig bleiben. Und stellt euch vor, diese plus 1 plus lower, denkt euch das jetzt mal weg. Also 200 minus 100 sind 100. Rand modulo 100, das würde dann Ergebnisse liefern in einem Zahlenbereich zwischen 0 und 99, also einschließlich der 99, aber nicht einschließlich der 100, denn der Modulo-Operator gibt immer nur den Rest einer Division zurück, ne? Also 0 und 99. Ja, wenn ich dann halt eben dann die untere Grenze, Lower, hinzuaddieren würde, also den Werten, die zwischen 0 und 99 liegen, dann würde ich Werte bekommen, die zwischen 100 und 199 liegen. Ja, wir wollen Zahlen, die zwischen 100 und 200 liegen. Und um das hinzubekommen, wird eben hier noch einmal die 1 hinzuaddiert, also upper minus lower plus 1, das wären 200 minus 100, das sind dann 100 plus 1 sind 101. Rand modulo 101 liefert Zahlen zwischen 0 und 100 zurück. Und wenn wir lower hinzuaddieren, bekommen wir Zufallszahlen heraus, die zwischen 0 und 200 liegen. Ich hoffe, das ist soweit klar. Falls nicht, macht auch nichts, denn dann gibt es die Pausetaste. Die Pausetaste bewirkt Wunder. Ja, betätigt sie, falls ihr einige Augenblicke braucht, um das mal auf euch einwirken zu lassen. Kein Thema, macht dann weiter. Und gut, das ist hier fillArray. Also so bekommen wir eben Zufallszahlen in das Array hinein und wir können das Array so füllen. Wenn wir es haben, dann brauchen wir natürlich auch eine Funktion, mit der wir das entsprechende Array ausgeben können. Also void, ich kopiere das hier einfach mal, show Array. So. Und hier will ich das Array einfach ausgeben. Und zur Ausgabe eignet sich nochmal printf und d. Okay, das sollte, so wie ich es sehe, durchaus korrekt sein. Also ich sehe jetzt keine Fehler hier, aber nun, das kann ja durchaus zu optimistisch sein. Wir werden das ja gleich mal testen, ne? Okay, wir können das auch sofort testen und zwar ja, indem ich eben hier in main fillArray aufrufe. Der erste Parameter ist das NumbersArray. Der zweite Parameter ist die Größe des Arrays, also Size of Array.
Und dann Show Array. Hier wieder Numbers, der erste Parameter und Size of Array. Und da ich ja gleich noch vorhabe, das Array in sortierter Reihenfolge auszugeben, füge ich noch ein Putscher hinzu. Das hat optische Gründe, wie ihr gleich sehen werdet, aber so. Command und R, die Tastenkombination, bringt auf meinem MacBook hier das Ganze zum Laufen. Dann schauen wir uns das mal an in der Konsole. Da haben wir die Zufallszahlen. Da haben wir eben 12 Stück. Das wollten wir auch haben. Ein ganzes Dutzend Zufallszahlen, die zwischen 100 und 200 liegen. Und dann könnt ihr auch sehen, dass diese Zahlen, die zwischen 100 und 200 liegen, so wie beabsichtigt, noch nicht sortiert sind. Und ja, sehen zwar gut aus, die Zahlen, aber sie sind nicht sortiert. Und genau dafür führen wir jetzt eine weitere Funktion aus. Wir definieren sie erst einmal, und zwar Sort Array. Ja, die Parameter, die kopiere ich und füge sie hier ein. Ja, in meinem vorangegangenen Video, also wie gesagt, es sollte die Nummer 60 sein, 60 in meiner Playlist, in meiner C-Playlist, ne, zu dem Bubblesort-Verfahren, zu dem Bubblesort-Algorithmus. Also in diesem vorangegangenen Video hatte ich die Sortierung eben mittels einer Do-While-Schleife realisiert, und diesmal mache ich das Ganze mit einer verschachtelten Vorschleife, mit zwei Vorschleifen, mit einer inneren und einer äußeren, und demzufolge brauche ich zwei Schleifenvariablen, einmal x und dann einmal y. Dann brauche ich noch eine weitere Variable, eine Hilfsvariable, die benötigt wird, wenn wir zwei Werte miteinander vertauschen wollen. Und ja, dann legen wir mal los mit der ersten Vorschleife. Und hier initialisiere ich x mit 0 und x ist kleiner als Array, als Size minus 1. Hier x plus plus. Und hier kommt die innere Schleife. Die Schleifenvariable hier ist y. Und y wird initialisiert hier mit x plus 1. So. Ich schlage vor, ich tippe jetzt mal den Code und die Erklärung folgt in Kürze. So, innerhalb der inneren Vorschleife noch eine if-Abfrage. So. Und die letzte Zeile. So, und jetzt folgt die Erklärung. Ups. So, da haben wir erstmal unser Array, wie wir es vorhin ausgegeben hatten, ne?
hier ist das Array noch unsortiert. Was passiert jetzt in der Funktion SortArray? Wir haben, wie ich sagte, zwei Schleifenvariablen, weil wir zwei Vorschleifen haben. Wir haben eine äußere Vorschleife und eine innere Vorschleife. Wir haben eine Hilfsvariable temp, die wir zum Vertauschen von zwei Werten benötigen. So, gehen wir mal den ersten Durchlauf mal zusammen an. Und zwar, x hat hier den Index 0. Das heißt, es wird also auf das erste Array-Element zugegriffen. Hier haben wir PTRX, das ist hier das erste Array-Element. Das wäre in diesem konkreten Array die Zahl 108. Dann wird hier die zweite Vorschleife initialisiert mit dem Wert, der an der nächstliegenden Stelle zu diesem X-Index liegt. Das wäre hier also konkret die Nummer oder die Zahl 147. Ne? So, das heißt also, wir haben in einem ersten Durchlauf hätten wir jetzt hier die Zahl 108, also PTRX entspricht hier 108 und PTRY entspricht 147. Diese beiden Zahlen werden in der IF-Abfrage miteinander verglichen. Sollte es so sein, dass PTRX größer ist als PTRY, dann vertausche ich die beiden Zahlen. Denn ich will auf diese Weise erreichen, dass das Array mit dem kleinsten Wert zuerst oder mit den kleinsten Werten zuerst ausgegeben wird bis zu dem größten Wert. Also vom kleinsten bis zum größten Wert soll das Array in der Ausgabe durchlaufen werden. Und ja, das erreiche ich eben durch diese drei Zeilen innerhalb des if-Blocks. Das heißt, zunächst einmal lege ich PTRX in einer Hilfsvariable ab, dann weise ich hier PTRY PTRX zu und dann entnehme ich die Hilfsvariable und ja, in dieser PTRY ist gleich Temp-Variable, wird dann halt der Tausch dieser beiden Werte eben abgeschlossen. Also das sind hier diese drei Zeilen Code, die das Ganze hier bewerkstelligen und ja, das ist hier das ist hier die Funktion SortArray und die werden wir hier eben aufrufen. SortArray. SortArray sortiert das Array nur und dann wollen wir es natürlich auch ausgeben, daher Show Array noch einmal. Command plus R und dann sehen wir ein neues Array hier oder neue Zahlenwerte, Zufallszahlenwerte. So, in der ersten Zeile, mach die Schrift mal ein bisschen größer, haben wir wieder 12 Zufallszahlen generiert und diese Zahlen liegen wieder mal, natürlich, das haben wir auch so programmiert, zwischen 100 und 200. Allerdings sind diese Zahlen unsortiert, wie ihr in der ersten Zeile ja sehen könnt. Ne? So, und in der zweiten Zeile wird das Array eben ja, sortiert ausgegeben. 109 ist der kleinste Wert und 200 der größte. Und dann geht das hier durch. Ja, hier haben wir 2 mal 157 ne? Und 169 und so weiter und so fort. Das klappt und das ist prima, ist wunderbar. Falls ihr das Array in absteigender Reihenfolge sortieren möchtet, dann braucht ihr hier nur einen, nicht einen Buchstaben, sondern ein Zeichen umzuändern und zwar die if-Abfrage von PTRX größer zu PTRX kleiner. Das heißt, hier findet der Tausch von zwei Werten statt, wenn der linke Wert größer ist als der kleiner ist als der, nein, wenn der linke Wert kleiner sein sollte als der rechte. Ne?
So, also hier habe ich das umgeändert und noch einmal zum Laufen bringen und dann haben wir eben wieder ein neues Array, wieder neue Zufallszahlen und diesmal werden die Zahlen sortiert ausgegeben in absteigender Folge, also mit dem größten Wert zuerst, 183, und am Ende folgt dann halt der kleinste Wert, das ist hier in diesem konkreten Fall die 103. Ja. Und das war's. Ja. Also wir haben hier diese ganze Geschichte realisiert über Funktionen, die wir selbst definiert haben. Und ja, ich hoffe übrigens, dass ihr fit seid hinsichtlich Pointer-Arithmetik. Die habe ich ja hier verwendet, ne? Hier in dieser Vorschleife und auch hier in der Funktion ShowArray. Das ist die Pointer-Arithmetik. Ich habe dazu Videotutorials erstellt, ne? Also, falls ihr da unsicher seid, dann sucht ihr einfach die Tutorials heraus aus meiner Playlist, die ihr benötigt und ihr könnt euch die Tutorials, sagen wir mal, ihr könnt euch beliebige Tutorials beliebig rauspicken. Natürlich könnt ihr auch die gesamte Playlist von Anfang bis Ende durchsehen. Es ist wurscht. Das macht ihr so, wie ihr Lust und Laune habt und wie es euch am ehesten nutzt, ne? Okay, so viel zur Sortierung von Arrays diesmal. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, diesem Tutorial zu folgen. Ich kann immer wieder sagen, ja, mir macht es riesig Spaß, diese Tutorials für euch aufzunehmen. Ich hoffe, ihr kommt voran, ihr lernt was und ihr werdet immer geübter. Das ist das Ziel der ganzen Geschichte. Wie gesagt, ich hoffe, dass ich euch auch helfen kann, dass ihr eure Prüfungen möglichst gut besteht, aber über diese Prüfungen hinaus, also wie gesagt, es schadet nicht, es nützt und es ist eine unglaubliche Bereicherung, wenn ihr C programmieren lernt und immer versierter werdet in dieser wunderschönen Programmiersprache. Ne? Ja, ich verweise des Weiteren darauf, dass ich in der Box unter diesem Video auf YouTube eben auch einen Link angebracht habe. Der Link führt euch zu meiner Website. Und diese Website, die baue ich immer wieder mal aus. Also das mache ich meistens, wenn ich sonst nichts zu tun habe, dann arbeite ich an der Seite. Und diese Seite hat eine ganz interessante Rubrik, unter anderem auch eine ganz interessante Rubrik, die nennt sich Lerntipps. Denn ich weiß, dass viele unter euch sind, die eben so schnell wie möglich vorankommen wollen. Und diese Lerntipps können euch durchaus eine wertvolle Hilfe sein, wie ihr dann auch einfacher und angenehmer, entspannter in die Programmierung hineinkommen könnt. Ne? Einen Tipp gebe ich aber auch immer wieder am Ende meiner Tutorials neuerdings und das ist der Tipp, schließt euch mit Freunden, mit Leuten, mit, aus eurem Bekanntenkreis, mit Verwandten, mit Bruder, Schwester, Onkel, Tante, Oma, Opa, wem auch immer zusammen und lernt mit ihnen gemeinsam. Also Programmieren ist eine Tätigkeit, da hockt man alleine vor dem Rechner, ist auch ganz angenehm, man kann auch wunderschön abspannen und die Welt um sich herum vergessen und sich einfach auf den Code oder auf das, was man da programmiert, einlassen. Aber darüber hinaus kann Programmieren auch euch mit anderen Menschen zusammenbringen. Und dann macht es noch mehr Spaß. Und ihr werdet feststellen, und das sehe ich auch bei Leuten, die sich mit anderen Leuten zusammentun und kleine Gruppen bilden
dass ihr im Turbo-Modus vorankommen werdet. Im Turbo-Modus. Also es ist nicht nur sehr viel angenehmer zu lernen, sondern ihr lernt schneller, wenn ihr eben die richtigen Leute aus eurem Umfeld ansprecht und sie fürs Programmieren gewinnen könnt. Ne? Das Ganze macht dann auch sehr viel Spaß, aber ja, was heißt aber? Der Spaß und die Freude am Programmieren sollte immer an erster Stelle stehen. So, das auch dazu und ja, das ist jetzt auch alles, was ich diesmal sagen möchte. Ich bedanke mich bei euch allen fürs Zuschauen und Zuhören. Ich freue mich riesig darauf, euch im nächsten Videotutorial wiederzusehen. Macht's gut, Leute. Tschüss, bye bye, arrivederci und adios.